So, am Ende habe ich hier noch eine ganz witzige Form, ein Keyroad-Spitzer. Der hat hier gegenüberliegend einmal für die schmalen Stifte und einmal für die Jumbo-Stifte einen Spitzbereich. Und in der Mitte teilen sie sich hier einen Abfalleimer. Wenn man den auseinandernimmt, muss man darauf achten, dass man sie auch richtig zusammensteckt. So funktioniert nicht. Ja, ein bisschen wackelig macht mir das Ganze den Eindruck. Also man kann hier ein bisschen rumverschieben, das Plastik, das verstehe ich nicht ganz. Na gut, aber wir testen mal, wie er so spitzt. So, dazu benutze ich mal hier einen abgebrochenen Städler auf dem schmalen Ende. Ja, etwas schwerfällig. Ich denke, es liegt wieder an der Dreikantform, die ein bisschen am Rand anstößt. Nehmen wir mal irgendeinen Sechskant. Ja, der geht um einiges einfacher. Ja, man benötigt ein bisschen länger, ein bisschen mehr Umdrehungen wie bei den Konkurrenzkandidaten. Dann versuchen wir mal noch einen Jumbo, zum Beispiel den Stabilo. Der funktioniert tadellos. Ja, warum nicht mal eine Keyroad-Variante in lustiger Form?